Guten Morgen zusammen am 21. Juli 2022. Wir haben es jetzt 10 Minuten nach 8 und auf dem Thermometer haben wir 23 Grad. Also es scheint heute wieder ein heißer Tag zu werden. Aller guten Dinge sind drei, das kennt ihr. Ich habe gestern Morgen meine Fahrradtour gemacht, um in den Stadtteilen El Tablero und Meloneras euch nochmal ein paar Restaurants zu empfehlen. Ja, bin zurückgekommen nach Hause und habe festgestellt, die Kamera hat die Bilder gemacht, aber den Ton nicht. Also der Ton wurde nicht mit aufgezeichnet. Aus mir völlig unbekannten Gründen. Die Technik macht ja manchmal das, was sie will, beziehungsweise das Problem ist wahrscheinlich immer der Anwender, also in dem Fall ich. Ich habe wohl irgendwie mit meinen dicken Fingern irgendwo raufgedrückt, wo ich nicht hätte raufdrücken sollen. Na, dann habe ich einen zweiten Versuch unternommen. Später um 11 Uhr oder so. Und da ist die Kamera dann immer nach so 3 Minuten ausgegangen, weil es einfach zu heiß war. Die schaltet sich Gott sei Dank immer ab, wenn sie zu heiß wird. Ja, dann habe ich den zweiten Versuch abgebrochen und jetzt habe ich den dritten Versuch zu packen. Nochmal ein riesen Dankeschön an all diejenigen, die sich dieses erste Video mit Restaurantempfehlungen angeschaut haben. Also ich war wirklich überwältigt, wie viele sich denn da tatsächlich auch für interessieren. Hätte ich mir eigentlich aber auch denken können, ne? Essen und Trinken ist ja ein ganz beliebtes Thema. Danke nochmal an dieser Stelle an Jack, der mich in seinem Kommentar darauf aufmerksam gemacht hat, dass das von mir angesprochene Restaurant Gold gar kein Restaurant ist, sondern das ist ein Hotel, in dem sich das Restaurant befindet, von dem ich gesagt habe, dass viele sagen, das sei das beste oder eines der besten Restaurants hier in Maspalomas. Ja, auf dem Weg nach El Tablero jetzt möchte ich euch eine Restaurantempfehlung geben. Und zwar ist dieses Restaurant, ist eigentlich falsch, ist kein klassisches Restaurant, weil man sich da gar nicht hinsetzen kann. Man kann also nur abholen. Das ist also ein Abholdienst. Und zwar ist das der Abholdienst Pizza Flash in Vecindario. Das ist ganz urig, man fährt in so ein Wohngebiet hinein und ja, die produzieren da Pizza und das sieht aus wie eine Garage. Der ist aber nett, der Busfahrer. Sieht also aus wie eine Garage. Da stehen 2 oder 3 große Pizzaöfen drin. Ja, und da produziert Marco mit seinem Vater Carlo und seinem gesamten Team. Die produzieren da Pizza. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das Ungewöhnliche, das Außergewöhnliche ist, dass Marco mit einer seiner Kreationen im letzten Jahr in Las Vegas zum Weltmeister gekürt wurde. Und zwar in der Kategorie beste nicht traditionelle Pizza. Und das Geheimnis dieser Pizza und wahrscheinlich auch der Grund, warum nicht traditionell, ist wohl, dass die ihre Pizza mit Gofio-Mehl backen. Gofio-Mehl ist hier auf den Kanaren ein sehr beliebtes Mehl, mit dem in der Küche gearbeitet wird. So, das macht diese Pizza dann wohl so besonders. Wir können bestätigen, dass das wirklich vom Geschmack her eine sehr, sehr außergewöhnliche Pizza ist, die bisher alle anderen Pizzen
in den Schatten gestellt hat, muss ich einfach so sagen. Die Pizzen kosten dann zwischen 5 und 10 Euro. Also 5,50 Euro, glaube ich, kostet die pikante Salami-Pizza. Es gibt dann auch immer ein Getränk dazu. Uns reicht immer eine Pizza. Ja, und dann muss man sich das so vorstellen, dass wir dann direkt aus dem Karton die Pizza vor diesem Laden dann essen. In einem meiner Videos auf meinem YouTube-Kanal, das Video heißt die 21 Gemeinden von Gran Canaria, und dort stelle ich die Gemeinde Santa Lucia vor. Dort haben wir dann Carlo, den Vater von Marco, in dieser Pizzeria besucht. Und die haben voller Stolz ihre Pokale präsentiert, die sie alle schon auf verschiedenen Weltmeisterschaften errungen haben. Und man sieht diesen Menschen an, dass die wirklich mit Herz und Blut bei der Sache sind. Wahre Überzeugungstäter. Also, wenn ihr dann mal hier auf Gran Canaria seid, sucht mal im Internet in Vecindario Pizza Flash. Ja, jetzt stehe ich hier gerade an dem Denkmal für den schlechtesten Seefahrer aller Zeiten, Christopher Columbus, der hat sich 1492 ja ganz gewaltig in der Richtung vertan, und habe gerade jetzt bemerkt, dass die Kamera irgendwann ausgegangen ist. Ich weiß nicht, wo sie ausgegangen ist. Dann mache ich jetzt hier einfach mal weiter. Also ich war ja nun gerade in El Tablero und ich hoffe, dass die Pizzeria Pomodoro y Mozzarella noch mit drauf ist auf dem Video. Ja, und wenn nicht, dann habe ich mal wieder Pech gehabt, dann ist der dritte Versuch heute auch teilweise nur gelungen. Also hier auf diesem Gelände, dort sollen 3 neue Hotels entstehen. Man setzt weiterhin auf Tourismus hier auf Gran Canaria. Scheinbar können 3 weitere Hotels hier gut überleben. Ich hoffe, dass dort auch Parkplätze entstehen, weil das ist hier das knappe Gut. So, eines der besten Restaurants von Maspalomas haben wir hier. Nein, Scherz. Also das war offensichtlich mal ein Restaurant. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon so lange her ist, weil die Tür, die man dort sieht, ich würde da nicht durchkommen. Ich müsste da in einer gebückten Haltung rein. Waren die Menschen damals so klein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, wie lange das hier schon steht. Aber offensichtlich war das ein Restaurant. Vielleicht weiß ja jemand von euch noch, was hier mal drin war. Hin und wieder muss ich jetzt einfach mal die Kamera abnehmen, um zu gucken, ob sie auch läuft. So, ich bin jetzt im Ortsteil Meloneras, der schöne, der edle,
Teil von Mas Palomas. Hier kann man schön shoppen gehen und ganz gut Geld loswerden für die schönen Dinge dieser Welt, die man eigentlich nicht braucht, aber die einfach schön sind. Ob das Schmuck, ob das Uhren, ob das Handtaschen, ob das Klamotten sind. Kann man hier alles schön einkaufen. So, hier sind wir jetzt am Boulevard Oasis. Optisch finde ich das ganz hübsch gemacht. Und hier kommen wir jetzt zu einem Restaurant, das mal wieder auf der Kategorie, auf der Liste steht, noch zu besuchende Restaurants. Das ist hier das Savardé. Das ist also ein Restaurant, das hier eine Thai-Küche hat, also thailändisches Essen. Und wir mögen asiatisch und thailändisch sehr gerne. Und deswegen steht das bei uns noch auf der Liste. Und wer schon mal in Thailand war und die Thai-Küche mal probiert hat, der kann das vielleicht bestätigen. Also das ist schon wirklich sehr lecker, kann man nicht anders sagen. Allerdings gibt es hier andere Preise. Also ich weiß, dass wir in Thailand mal für, ich glaube, 50 Euro Cent lecker gegessen haben. Dafür sitzt man dann aber auch auf Plastikstühlen und ja, so, Essen pur sozusagen, aber total lecker, total frisch gekocht. Das wird man hier nicht finden. Hier ist 1A-Lage in Meloneras und hier hat man entsprechende Pachten zu bezahlen. Und insofern wird das Essen hier auch ein bisschen teurer sein. So, hier reihen sich dann auch so ein paar Restaurants aneinander. Ja, zu dieser frühen Stunde, 8:45, ist natürlich noch alles geschlossen. Ob man hier gut essen kann, weiß ich nicht. Vielleicht ist das so, aber ich denke immer, wenn solche Bilder immer so zu sehen sind und die Speisekarte so aussieht, so 100 verschiedene Gerichte, naja, ich weiß es nicht, ich kann mir da kein Urteil erlauben, aber mich schreckt das immer eher ab. Aber auf jeden Fall sieht das alles schön aus. Thank you.
So, jetzt bin ich hier an dem Einkaufszentrum Varadero vorbeigefahren und fahre jetzt quasi direkt auf den Boulevard von Meloneras. Und hier haben wir dann das Pinguino. Hier gibt es ganz leckeres Eis. Also meine Frau kommt hier meistens nicht vorbei, ohne noch ein Eis haben zu wollen. Also eine Kugel Eis, mehr ist es dann ja auch nicht, aber das ist schon sehr lecker, wirklich. Kann ich auch wärmstens empfehlen. Und man kann hier auch ganz schick sitzen. Und bei uns Menschen ist es ja so, eines unserer Lieblingsbeschäftigungen ist ja gucken. Einfach in der Gegend rumgucken oder andere Menschen angucken. Das mögen wir ja ganz gerne irgendwie, ne? So, das hier, das ist das Gran Italia. Das ist für viele das beste italienische Restaurant von Maspalomas. Wir waren hier einmal essen und ja, was soll ich sagen, ohne diesem Restaurant hier Böses zu wollen. Ich will dem ja auch nichts Böses. Für uns ist es definitiv nicht der beste Italiener von Maspalomas. Das Essen war okay, ohne Frage. Aber man sitzt hier so eng aufeinander, das hat uns persönlich überhaupt gar nicht gefallen. Man hatte immer das Gefühl, man sitzt mit fremden Leuten zusammen an einem Tisch, weil die Abstände zwischen den Tischen sehr, sehr gering sind und die Kellner echt Schwierigkeiten haben, zwischen den einzelnen Tischen durchzukommen. Also das hat uns überhaupt nicht gefallen. Aber man muss auch sagen, der Laden ist immer voll. Also es gibt offensichtlich genügend Leute, die das da mögen. Und wie gesagt, ich möchte betonen, ich will kein Restaurant hier schlecht machen. Wenn ich irgendwo mal total enttäuscht war, dann behalte ich das für mich. Jeder kann ja mal einen Fehler machen oder einen schlechten Tag haben. Und ich habe keinen Grund, das Gran Italia schlecht zu machen, weil es ja auch geschmeckt hat. So, hier haben wir ein Steakhouse, das El Churrasco. Wieder ein Laden, in dem wir noch nicht waren. Der bei uns aber auf der Liste steht. Und wenn man sich hier die Fotos anguckt, wenn das alles tatsächlich so aussieht, gar nicht mal so schlecht. Man zahlt hier natürlich auch entsprechend in einer 1A-Lage. Ist das natürlich völlig klar, dass das mal einen Euro mehr kostet. Dafür hat man aber auch tolles Ambiente. Schauen, ob die Tische schon eingedeckt sind. Ja, alles schon eingedeckt hier. Ja, und dann mit Blick auf den Atlantik. Nicht so schlecht, oder? So, und das muss ich euch zeigen, das bin ich ja jedes Mal wieder total begeistert. Das Hotel Costa Meloneras mit dem riesen Pool. Es ist komplett renoviert, saniert, entkernt worden. Monatelang hat es hier Bauarbeiten gegeben.
Unter anderem auch die gesamte Poollandschaft ist neu gemacht worden. Also ich persönlich habe so einen großen Pool noch nie gesehen. So, hier haben wir das Maximilians. Hier sitzt man, trinkt Kaffee, isst ein Eis. Gucken und sehen und gesehen werden. Man kann hier aber auch essen. Wir waren hier noch nie essen. Steht auch nicht bei uns auf der Liste drauf, weil die Pizza Margherita ist ja für mich immer ein Indikator für teuer oder billig oder günstig. Eben in El Tablero, ich weiß ja nicht, ob das mit aufgenommen wurde, weil das die Kamera sich ja einfach abgeschaltet hatte, ich das nicht gemerkt hatte. Da kostete die Margherita, kostete da 6,50 Euro. Ich schätze mal, hier kostet sie bestimmt 10 Euro, oder? Oh nee, Leute, haben mich ja total vertan. Die Pizza Margherita kostet hier, sage und schreibe, 15 Euro. So schön das ist, hier zu sitzen, ich bin nicht bereit, 15 Euro für eine Pizza Margherita auszugeben. Zumal ich würde nie eine Margherita essen. Ich würde immer irgendwie Schinkenpizza, Thunfischpizza oder sowas essen. Naja. Aber man sitzt da schön. So, hier darf ich jetzt nicht weiterfahren mit dem Fahrrad. Hier ist Fahrradfahren verboten, wie man sieht. Aber wenn man hier durch diesen Boulevard ist das auch, geht, dann sieht man hinten links so einen Laden, wo noch mit Folie alles abgehängt ist. Das ist auch ein Italiener und der gehört zu der Kategorie, wo wir sagen, ja, vorgestern war gut, als wir da waren. Also wir waren da dreimal. Zweimal war das total super. Die Kellner waren total freundlich und hilfsbereit und total nett. Und das Essen hat super geschmeckt. Und dann waren wir vor ein paar Monaten wieder da. Das war eine Katastrophe. Ja, insofern oft sagen wir, wenn wir gefragt werden nach Restaurantempfehlungen, sagen wir, gestern war es gut. Also wenn so ein Koch mal wechselt oder Kellner wechseln, dann kann sich das ja alles total ins Gegenteil verkehren. Aber wenn man hier weitergeht, hat man nachher auf der linken Seite so ein chinesisches Restaurant. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das ist eher so eine Bar. Da gibt es auch 100 verschiedene Gerichte. Bei Lucy. Und bei Lucy gibt es die leckersten Pommes. Dort haben wir bisher auch immer nur gesessen und was getrunken. Und ab und an dann mal eine Portion Pommes bestellt und die waren wirklich sehr, sehr lecker. Fei Teng heißt der Laden. Und Lucy, die Kellnerin, die da arbeitet, auch total nett.
Soll ich die Kamera mal abnehmen? Ja, läuft noch. So, hier haben wir das Restaurant Time, auch ein italienisches Restaurant. Wir können nichts drüber berichten, aber Freunde von uns schwärmen da total von. Total lecker, total außergewöhnlich, italienisch, mediterran, ja, vom Allerfeinsten. Und da drüber, eine Etage da drüber, auch da können wir nichts berichten, weil wir da auch noch nicht waren. Das ist das Samsara. Und wenn ihr das mal bei Google sucht, Samsara Maspalomas, könnt ihr auf der Karte mal schauen. Da gibt es schon wirklich ganz außergewöhnliche Gerichte. Allerdings auch Preiskategorie ganz oben. Aber bisher wurde uns immer berichtet, das ist auch durchaus angemessen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wohl in Ordnung. Ja, das waren jetzt die beiden Stadtteile El Tablero und Meloneras. Und da ich nicht weiß, wann die Kamera sich ausgeschaltet hat, erzähle ich das lieber nochmal. Ich war vorhin in El Tablero am Supermarkt Mercadona. Was hat das mit Restaurantempfehlungen zu tun? Nix, aber mit lecker Essen hat das zu tun. Und das ist ja auch das Thema eigentlich. Und zwar hat Mercadona so eine Heißtheke, wo man also sich Pizza mitnehmen kann oder Tortilla mitnehmen kann oder verschiedenste Salate. Also wenn man keine Lust hat, in der Küche zu stehen und sich selber was zu machen, dann holt man sich das da und kriegt das dann in so einer Thermobox mit und kann das dann zu Hause essen. Und es gibt dort halbe Hähnchen. Und wer das noch kennt, früher beim Wienerwald gab es ja auch lecker halbe Hähnchen. Und diese halben Hähnchen hier beim Mercadona, die sind wirklich der Hammer. Ich glaube, so ein halbes Hähnchen kostet 4 Euro. Man kann sich auch so einen ganzen Hahn mitnehmen, der kostet dann irgendwie 7 Euro, glaube ich. Wir holen uns dann da ein halbes Hähnchen und essen das dann in der Tiefgarage beim Mercadona im Auto. Und das ist einfach der Hammer. Total lecker. Kann ich echt nur empfehlen. Allerdings nicht in allen Mercadona-Filialen gibt es diese Heißtheke. Wir hatten gerade vor einigen Tagen in Puerto Rico, überkam uns doch der Hähnchen-Heißhunger. Wir zum Mercadona rein, die hatten keine Heißtheke.
Hier auf der rechten Seite haben wir den Golfplatz von Maspalomas. Und innerhalb dieses Golfplatzes gibt es verschiedenste Bungalow-Anlagen. Also die wohnen nicht am Golfplatz, sondern auf dem Golfplatz. Hat natürlich auch was ganz Besonderes. Wer Golf interessiert ist oder Golf spielt oder mal Golf gespielt hat, dem kann ich jetzt diesen Golfplatz so nicht wirklich empfehlen. Das geht hier nur geradeaus. Es gibt keine Höhenunterschiede oder kaum. Also das ist eher ein langweiliger Platz. Aber eben sehr zentral. Und in der Wintersaison geht hier auch nichts ohne Startzeiten. Die haben hier auch ein Restaurant. Ja, und da so ein paar Kleinigkeiten zu essen, sehr lecker. Aber man kann sich ja auch denken, dass wenn man hier so in einem Restaurant am Golfplatz isst, dass das hier bisschen schicker ist und dementsprechend auch ein paar Euro mehr kostet. Aber alles im Rahmen. Also es ist alles nicht überzogen hier. Und man muss da nicht unbedingt Golf spielen. Also man kann auch hierher kommen und einfach was essen oder was trinken. Kann man also auch auf der Terrasse schön sitzen. Ja, das waren jetzt meine Restaurantempfehlungen Teil 2. Immer noch nicht fallabschließend bearbeitet. Das gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Restaurants noch. Einige von euch haben ja im ersten Teil der Restaurantempfehlungen in die Kommentare auch ihre Lieblingsrestaurants hineingeschrieben. Teilweise habe ich den Namen noch nie gehört von den Restaurants. Also es gibt hier ein ganz, ganz breites Angebot. Und wer hier tatsächlich nichts findet, der ist dann auch selber schuld. Einfach mal probieren. So, dann möchte ich mich bedanken bei euch, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Ein schönes Wochenende, das morgen anfängt. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.